Aber hört man das? Also hier muss wahrscheinlich vom Haus eine Art Durchgang sein, hier wo der Spiegel verbaut ist. Nicht, dass es ein Durchguckspiegel ist. Wie kann man das testen? Internetgemeinde. Hör mal. Ey, da kannst du ja keinen Pups lassen, ey, ohne dass er das hört. Good morning. Tag Nummer 1. Côte d'Azur. Monaco, let's go. So, tatsächlich habe ich vergessen, heute Morgen mitzuvloggen. Ich war schon mit dem Harrison beim Starbucks in Cannes, also bin zum Starbucks in Cannes gelaufen, das erste Goal schon mal erreicht. Genau, dann haben wir jetzt mal geguckt, wo das Filmfestspiele Kongresshaus ist von Cannes, wo morgen unsere Veranstaltung ist. Sieht mega aus. Leider habe ich es vergessen hier zu vloggen, aber wir vloggen es auf jeden Fall morgen. Und jetzt sind wir auf dem Weg wieder nach Monaco, weil heute gucken wir uns Monaco und Nizza an. Das Wetter ist ein bisschen bewölkt und ein paar Tropfen regnet, aber unsere Laune kann es nicht trüben. So, jetzt endlich in Monaco. Parkhaus, Ewigkeiten gesucht. Wir sind gefühlt im letzten Stockwerk unten, ganz tief unten. Dürfen wir jetzt quasi. Ach, guck mal, es wären noch zwei runtergegangen. Wir sind in G. Wir müssen. Null. So, weil hier die erste Aufgabe hier in Monaco ist, den Starbucks zu finden. Den haben wir gefunden und da gehen wir jetzt auch hin. Der ist direkt hier vorne. So, was hast du hier Schönes geholt? Sandwich und dreimal Mokka. Eine Cup. Welche Floor waren wir? G. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Monte Carlo. Monte Carlo ist ein Stadtteil von Monaco. Hier sieht man den Hafen mit den ganzen Yachten. Nächster Spot auf dem Weg hier oben bei Monte Carlo zu Tiffany & Co. im Parkhaus. Ich glaube 30 Minuten, 3 Euro. Angekommen in Nizza, in Nice. Ist ein bisschen wilder, aber mal gucken, was der Tag so bringt. Wenn Mama, wir laufen falsch, ne? Hm? Tell me more, was war? Die Tassen waren günstig, 16,95 eine Tasse. Okay, hast du Mama gesehen? Nein. Die noch los? I think, ja. Yeah. Und hier ist ein Dragon Fruit Mango. Nach kurzen Unstimmigkeiten haben wir gefunden. Next to Cartier haben wir Tiffany & Co. hier in Nice.
in Nizza. An der Côte d'Azur. Oh, das ist ein kleiner Laden, ne? Das war richtig, richtig nice. Ja, da braucht keiner was über die Kieselsteinstrände in Kroatien zu sagen. Aber richtig nice. Guck mal, wie schön das aussieht, das Meer. Wow. Und hier ist auch ein Wahrzeichen, dieser blaue Stuhl. Aber wofür der steht, muss man die Jenny gleich nochmal fragen. Für was steht denn der? Für was steht der? So, der erste Flop haben wir schon. Das Hardrock-Café ist dauerhaft geschlossen. Ich glaube, es gibt hier auch kein zweites. Auch nicht hier in der, also an der Promenade hier, wo wir gerade sind. Aber jetzt sind wir auf dem Weg, keine Ahnung, ich glaube, zum Restaurant. Babel, Babel. Gucken, wie das da ist. Platz kriegen, ob die überhaupt Platz für uns haben, wie sich der Platz gestaltet oder ob das einfach nur ein kleines Café ist, werden wir dann sehen. So, Macarons. Wollen wir mal gucken, was wir hier ergattern können. Merci beaucoup, madame. Désolé. My madre. Das ist ein Pistazien Macaron. Und machst du jetzt ein Bike, oder was? Achso. Nee. Ist das so zum Lippen, oder was? Wow. Das ist Eis. Wow. Das ist lecker. Oder eine Marmelade da drin? Nein, ah, die steht da. Elle a privilégié de Gaulle, elle a pris la boule.